Bruh. Ach du Scheiße. Der hat mal ordentlich geschnitten, der da vorne. Lass sie mich durch. Keine 2 Minuten, ich muss den Vito wieder schrotten hier. So, jetzt aber. Einmal nach vorne preschen. Kurz hier mal den Verkehr aufhalten. So, raus mit ihm. Junger Mann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh, ich habe eine Schrottflinte. Wo kommt jetzt die Schrottflinte her? Aber die hat mir gerade das Leben gerettet. So, alle ruhig bleiben. Wir bauen erstmal, können wir die Schrottflinte mal wegpacken und wir brauchen einen Rettungswagen. Und das pisst wieder aus Eimern. Weiß noch nicht. Ist das typisch für Bremen? Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es immer regnet hier in Bremen. Ich weiß es nicht, ich komme ja nicht aus Bremen. Zwischenzeit kann ich auch dem Kollegen hier mal die Waffe wegnehmen. Und da schon ein Rettungswagen. Schauen wir mal, wer das ist. Pornografie hilft, ein Himbeersirup und eine Clownsmaske. Gut, die Rettungskräfte bitte hier mal den Herrn. Okay. Wo läuft der hin? So, wir schauen mal rein in die Akte von Jax Gray. Kleine Sachen hat er mal am Start gehabt, aber nichts Interessantes. Mal schauen, ob sie den wieder hinkriegen. Ne. Da hat meine Schrotflinte wieder tolle Arbeit geleistet. Die werde ich auf jeden Fall wegpacken, weil ich Realistic Weapon nicht aktiviert hatte. Jetzt ist sie da weg. Aber auf jeden Fall hat sie mir das Leben gerettet. Da kommt doch schon der nächste Einsatz rein, eine Autodiebstahl. Hier brauchen wir noch einen Gerichtsmediziner. Kollege, wir haben einen Autodiebstahl am Start. Okay, Kollege ist von dem Rettungswagen überfahren worden. Auch nicht schlecht. Ich hoffe nicht, dass wir den Typen noch verlieren. Er fährt aus der Stadt raus. Ah, nee. Ich hoffe, der bleibt auf der Hauptstraße. So, Zentrale, ich habe ihn verloren. Der Helikopter ist zwar noch in der Luft, aber ich kann niemanden sehen. Ich fahre mal in die Stadt rein. So, das ist gewesen. Wir haben ihn nicht mehr gekriegt. Anrufer melden. Ein gestohlenes Telefon hier in der Nähe. Warte, ich hau mal ein Blaulicht rein. Ist jetzt nicht allzu dringender Anruf oder Notruf. So. Wurde das Telefon geklaut. Ah ja. Hier bei dem Herrn da drüben. Dann schauen wir mal, ob wir ihm helfen können. Alter, was für ein Pisswetter heute. Der Regen kommt schon waagrecht hier. Guten Tag, die Polizei. Wie kann man helfen? Ah, jemand hat mein Handy geklaut vor ein paar Stunden. Okay, vor ein paar Stunden schon. Ah, er hat natürlich wieder mitgedacht und sein Telefon mit einer Tracking-App ausgestattet. Wahrscheinlich das neueste iPhone 1000 Ultra Max Pro. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir wieder ins Fahrzeug. Da wir jetzt den Standort wissen von seinem Telefon, können wir natürlich den Täter stellen. Komm rein. Kollege, willst du noch ein bisschen plaudern? Ich warte mal. Er hat sich doch anders überlegt. Übrigens, nices Fahrzeug hier von, glaube ich, German East Modding müsste das sein. Die haben hier auch so ein Polizei. Bitte folgen. Haben sie da noch herangebastelt. Sehr schön. Das kann man dann auch für Verkehrskontrollen und so weiter verwenden. Oh, Achtung. Ich glaube, ich soll wieder mal Blaulicht reinschalten und die Sirene. Aber ein bisschen rutschig auf den Straßen, wenn es immer regnet. Lass mich doch mal rein hier, diese Bewohner von Los Santos. Unglaublich. Gut, dann fahren wir mal runter, würde ich sagen, zum Fluss. Er wird ja wohl nicht unter der Brücke laufen, oder? Ah, da drüben läuft jemand. Weiter kann ich leider nicht mehr fahren. Kollegen müssen aussteigen. Wir müssen jetzt zu Fuß weiter. Ist immer wieder schön bei dem Wetter. Jawohl. Gekonnt drüber gejumpt. Das müsste der Typ sein. Ich hoffe, der Typ ist nicht bewaffnet. Ich hole schon mal meine Waffe raus. Da bin ich gut vorbereitet. Halt, bleiben Sie stehen, Polizei. Ich will Ihre Hände sehen. Hände hoch! Hallo? Hände hoch!
Der hat auch irgendwas in der Hand. Ein Telefon. Sagt auf jeden Fall nichts. Sie sind erstmal festgenommen. Das Telefon will er auch nicht aus der Hand geben. Der hält das ganz gut. Sie werden jetzt erstmal durchsucht. Höchstpersönlich von mir. Wenn ich jetzt das Telefon finde, dann sind sie dran. Er hat leider kein Telefon dabei. Komisch. Ein automatischer Mülleimer hat er dabei. Wie hat denn der da Platz? Ach, ein abgeschnittener Fuß. RSGSRS. Auch immer wieder geil, diese Stop-the-Pet-Übersetzungsfehler. So, Mr. OK. Wo haben Sie das Handy? Ist das immer noch da hinten? Gut. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht mit dem reden, weil das Spiel das nicht irgendwie schafft. Alles klar. Ja. Wir haben das Handy gefunden und Sie sind festgenommen, weil Sie es geklaut haben. Wir können auch kurz in seine Akte reinschauen. Dann noch was. Er hat noch nichts gemacht. Gut, ich hoffe, das Abführen funktioniert mit einem Transportwagen. Scheint zu funktionieren. Wir nehmen ihn auch auf jeden Fall nicht mit, weil wir haben noch andere Sachen zu tun. Wir müssen als erstes wieder in unser Auto. Die Kollegen fahren erstmal durch den Fluss. Die kennen sich selbst nicht aus hier. So, da bin ich wieder angekommen in meinem schönen Fahrzeug. Ich glaube, wir müssen den Kollegen ein bisschen helfen. So, bitteschön. Jetzt haben sie es geschafft. Kollege, bist du unterwegs? Könnt ihr den Zaun aufmachen? Ah, das Auto ist zu schwach. Ich drehe mal um. So, wir sind wieder zu zweit im Fahrzeug. So, wir haben wieder einen dringenden Einsatz reinbekommen. Eine Autobombe wurde gefunden oder beziehungsweise entdeckt. Alter Schwede. Und wir müssen da schnell hin. Lasst ihr mich durch. Schon wieder am Fluchen hier. Ich hoffe, die ist noch nicht explodiert. Das hat keine... Schau, die steht mitten auf der Autobahn. Da ist noch ein Typ, oder was? So, auf jeden Fall erstmal anhalten. Alter, was hat der... Ergibt sich die Person oder nicht? Scheint sich zu ergeben, aber... Ich weiß nicht, ob die jetzt noch einen Zünder in der Hand hat. Bleiben Sie ganz ruhig, die Frau. Ist eine Frau. Kollege, Achtung, nicht so nah ran. Nicht so nah ran. Alter, der Kollege ist wieder übelst krass drauf hier. Kann man mit der sprechen? Noch geht nichts. Vermutung ist es hier eine Autobombe. Wir werden auf jeden Fall vielleicht noch ein Entschärfungsteam brauchen oder sowas. Der Kollege geht immer näher ran hier. Eine taktische Einheit. Vielleicht können wir die festnehmen, ich weiß es nicht. Wo ist die taktische Einheit? Der kann man nicht sprechen. Wir können nicht reden mit ihr. Auf dem Boden. Machen Sie keinen Scheiß. Auf dem Boden. Gut, wir haben sie. Sie geht jetzt runter. Das heißt, der Kollege könnte sie festnehmen. Da muss ich wieder ganz nah ran. Ich mag nicht ran. Der fährt immer weiter. So. Ah, keine Verkehrskontrolle. So, festnehmen. Hoffentlich passiert nichts. Sieht alles gut aus bis jetzt. Die taktische Einheit lässt wieder auf sich warten. Wir haben in der Zwischenzeit die Person festgenommen. Ich werde sie mal wegbringen vom Auto. Und dann gehen wir den Verkehr wieder frei. Sobald auch das Auto weg ist, das müssen wir natürlich jetzt abholen lassen, weil wir nicht wissen, ob es in die Luft fliegen kann. So, Abschleppdienst bitte kommen. Damit der Abschleppdienst durchkommt, muss ich natürlich wieder den Verkehr freigeben. Sonst geht da gar nichts. So, jetzt erstmal die Frau durchsuchen. Kollege, übernimm das mal. Dann hast du auch mal was getan heute. Okay, er hat nichts gefunden. Jane West. Die Frau von Kane West. Okay.
Der hat einen Haftbefehl für einfache Körperverletzung. Das hat die alles schon gemacht. Mordversuch an Polizist. Besitz von Drogen hat sie auf jeden Fall schon ein paar Mal gehabt. Die Autodiebstahl. Und eine Nichtvorlage, Trageerlaubnis, wahrscheinlich von der Waffe oder so. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihre Mission war. Auf jeden Fall sollte jetzt mal der Abschleppdienst kommen. Ah, da. Einer von diesen vielen Abschleppdienst wird es sein. Einer ist stehen geblieben, jawohl. Wunderbar. Das Auto ist jetzt sichergestellt und fährt jetzt mit dem Abschleppdienst weg. Die Frau können wir natürlich jetzt verhaften lassen. Die haben wir schon verhaftet, aber wir werden sie abtransportieren lassen. Es werden weitere Einheiten benötigt. Und ich muss noch kurz checken, warum dieser Fahrer hier stehen geblieben ist. Guten Tag, die Polizei hier. Haben Sie technische Schwierigkeiten mit Ihrem Fahrzeug? Nee, alles gut. Ich warte hier einfach nur. Alle Dokumente mal bitte. Allgemeine Verkehrskontrolle. David Hazard. Okay. Jetzt schauen wir gleich mal rein bei David. Alles gut. Weiterfahren. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Der ADAC schrottet schon mal sein Fahrzeug. Auch nicht schlecht. Gut, die Dame ist auch schon abgeholt in der Zwischenzeit. Dann kann der Kollege auch wieder zu mir kommen. Komm rein, Kollege. Wir fahren wieder. Ja, der ADAC hat auch in der letzten Zeit sehr viel aufgestockt, muss man halt sagen. Die haben alles rausgeholt, was hier, was sie haben. So viele LKWs. Unglaublich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne. Ich bin jetzt raus. Ciao.